70 bis 80% unserer Entscheidungen fallen unbewusst. Jetzt werden sagen, also auch kein Problem, weil ich habe mit den verbleibenden 20 bis 30% eh noch genug zu tun. Aber auch die verbleibenden 20 bis 30% sind keinesfalls so frei, wie wir glauben, sondern bewegen sich, aufgemerkt, streng im Rahmen eines Emotionsprogrammes. Unser größtes Emotionssystem in unserem Gehirn, wir haben dem auch leicht merkbare Namen gegeben, ist das sogenannte Balance-System. Es ist zuständig für Sicherheit, für Stabilität, für Ordnung. Eng mit dem Balance-System verknüpft sind unsere großen Sozialsysteme, Bindung und Fürsorge. Das nächste große Emotionssystem ist unser Neugiersystem, unser Stimulanzsystem. Es ist auf Entdeckung des Neuen programmiert. Es sucht das Neue, das Dominanzsystem. Es ist nämlich der große Gegenspieler zu unserem Bindungs- und Fürsorgesystem. Es ist unser egoistisches System. Es gibt uns nämlich vor, uns große Ziele zu setzen und diese Ziele gegen jeden Widerstand zu verfolgen. Wenn Sie im Qualitätsmanagement bisher immer nur Fehler aufgezeigt haben, haben Sie im Prinzip nur die negativen Emotionen weggenommen. Sie haben aber keine positiven Emotionen erzeugt. Und das, was wir vorher gehört haben, auch von der Frau Kubek, nämlich Chancen zu machen. Chancen ist Wachstum, Chancen ist Zukunft. Damit sind Sie viel, viel stärker natürlich im Belohnungssystem und damit werden Sie auch Veränderungen wesentlich schneller erreichen, weil der Mensch die Belohnung versucht zu erreichen. Der Kern unserer Persönlichkeit, und das muss uns klar sein, sind unsere Emotionssysteme. Wir haben in unserem Gehirn zwei expansive Systeme, zwei zukunftsorientierte Systeme, zwei handlungsorientierte Systeme. Und damit wir nicht permanent auf die Schnauze fliegen, unsere großen Gegenprogramme Balance und Harmonie, nein, wir lassen alles so, wie es ist. Und natürlich in diesem Spannungsfeld, das ist ein Spannungsfeld voller Widersprüche und das bedeutet Management, denn wir müssen Spannungsfelder managen. Wir haben auf der einen Seite das Spannungsfeld der Chancen. Die Chancen kommen aus unserem Stimulanzsystem heraus, sie kommen aus unserem Dominanzsystem, besser zu werden, neue Wege zu gehen. Aber wir haben das ja vorher gehört, mit Risiko verbunden. Und das große Gegenprogramm sind die beiden, die sagen, nein, bitte keine Veränderung, wir lassen alles so, wie es ist, wir machen es doch erst seit 30 Jahren. Das heißt, jede Art von Veränderung nimmt immer zuerst mal die da oben mit, während die da unten sagen, nee, bitte nicht. Die Verteilung der Bevölkerung, und wenn wir jetzt mal das obere Management angucken, dann sehen Sie natürlich, verändert sich das Ganze. Das heißt, je tiefer wir in die Ebenen reinkommen des Unternehmens, desto konservativer wird das Unternehmen. Und was natürlich ganz wichtig ist, dass Menschen immer auch oft den Beruf raussuchen, der zu ihrer emotionalen Struktur passt. Man nennt es in der Psychologie die sogenannte Selbstselektion. Das ist die männliche Selbstwahrnehmung, nämlich eine Überschätzung der eigenen Kompetenzen und eine Unterschätzung der Risiken. Bei Frauen ist es genau andersrum. Frauen unterschätzen dramatisch, was sie können und überschätzen die Risiken. Ja? Das Testosteron gibt dem Hirn einen Schlag in diese Richtung. Das ist so Effizienz, Leistung, alles muss geordnet sein. Die Welt am liebsten in eine Excel-Tabelle eintragen. Facts und analytisch, eher sozial und intuitiv. Und darum geht's. Wir müssen lernen, dass wir natürlich, und wenn wir über Wirtschaft sprechen und Unternehmen sprechen, dann brauchen wir beide Denkstile. Systeme sind dann erfolgreich, wenn sie unterschiedliche Grundtypen drin haben. Wenn Sie natürlich Ihre Mitarbeiter alle in diesem unteren Bereich drin haben, in der Kirche funktioniert es, aber wenn Sie an einem schnell wachsenden Markt drin sind, werden Sie mit so einer Struktur nicht funktionieren können. So haben Sie eine Haifisch-Company, da müssen Sie schon die kugelsichere Weste morgens beim Pförtner abholen. Und hier ist die Idealstruktur, nämlich wir brauchen alles, aber emotionale Intelligenz bedeutet, mit den Kräften richtig umzugehen, wirklich sich klar zu machen, wer die Menschen bewegen will, setzt nicht oben irgendwo beim Großhirn ein, sondern setzt tief bei den Emotionen an und erlernt mit diesen Kräften, diesen unterschiedlichen Kräften der Emotionen richtig umzugehen.